Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Thomas hat es, glaube ich, schon gesagt. Dieser Antrag erinnert frappierend an eine Kleine Anfrage des Kollegen Christopher Lauer, Klinisches Krebsregister Berlin, die am 17. April beantwortet worden ist. Und da wird der Senat gefragt, wie ist der konkrete Zeitplan? Darauf antwortet er nicht. Ich habe dann nochmal im Ausschuss gefragt, wie muss ich konkreter Zeitplan formulieren, damit ich eine entsprechende Antwort bekomme. Darauf hat der Staatssekretär ausweichend geantwortet. Aber das Schöne ist, dass der Senat gesagt hat, auf die Frage, was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn das Land Berlin bis zum 15. Oktober 2014, 13 Uhr, nicht die Voraussetzungen geschaffen worden sind, die Investitionsmittel der Deutschen Krebshilfe zu beantragen. Und dann steht da halt einfach, wenn der Antrag nicht rechtzeitig eingeht, wird Berlin die Kosten der Einrichtung eines Krebsregisters vollständig selbst tragen müssen. Dies gilt für alle Länder. So, super. Der Senat hat gesagt, wir arbeiten dran. Und der Senat hat gesagt, uns ist klar, dass wenn wir das nicht ordentlich machen bis in Oktober, dass wir dann Geld zum Fenster rausschmeißen, das wir eigentlich an Fördermitteln bekommen sollen. Und diese Situation hier, dass zwei Wochen nach der Beantwortung dieser Kleinen Anfrage wir hier jetzt über einen Antrag sprechen, in dem drin steht, der Senat soll einen Zeitplan vorlegen und am 15. September es zu berichten. Es fällt mir sehr schwer, nicht ausfallend zu werden. Ich kann nur, was das Berichtsdatum angeht, darauf hinweisen, was ist denn, wenn wir diesen Antrag annehmen und der Senator Chaya, der ja auch schon bekundet hat, dass wir da diese Kohle haben wollen und dass er sich darum kümmert. Und ich glaube, ihm wurde auch mit dem nötigen Nachdruck klargemacht, dass es sinnvoll ist, wenn er sich darum kümmert. Wenn wir am 15. September 2014 feststellen, der Senat hat nicht geliefert, was machen wir denn dann in dem Monat? Was machen wir denn dann? Sagen wir so, hups, setzen wir uns hier irgendwie in so ein Plenum zusammen und schreiben schnell den Gesetzesentwurf, um die 900.000 Schleifen abzugreifen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so sehr ich das mit den Anträgen und der teilweise fragwürdigen Schöpfungshöhe von Anträgen oft charmant finde, schlägt das hier doch irgendwie dem Ganzen den Boden aus. Also ich persönlich wäre für eine Sofortabstimmung und Ablehnung. Also ich meine, der Senat hat ja beschrieben, was passiert, wenn er nicht liefert, und was soll das?